Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir haben das letzte Mal Dorns blutigen Pfad weiter beschritten und jetzt werden wir zum Klamm der Auferstehung gehen, weil Dorn dorthin getrieben wird von seinem Gott. Oder von den Göttern. An sich. Resurrection Gorge. Just as Azathoth described. Na gut. Ihr könnt eure Entscheidung lang nicht mehr aufschieben. Wem wollt ihr dienen? Urgotoz, Azathoth oder euch selbst? Be silent. Urgotoz Ohren und Augen sind immer auf mich gerichtet. Und darin liegt das Problem, glaube ich. Wobei so großes Problem ist es nicht. Er ist ein finsterer Streiter. Er ist ein dunkler Paladin prinzipiell. Und Paladine brauchen einen Gott prinzipiell. Wenn zum Beispiel ein guter Paladin hier von seinem guten Gott abkehrt, dann wird er ein gefallener Paladin, was nicht gut ist. Bei ihm könnte es ähnlich sein, wenn wir hier Urgotoz betrayen. Hello there, travelers. What brings you to this blighted place? Wir suchen den Beschwörungskreis, der angeblich in einem Raubbaum zu finden ist, der wiederum in einer Schlucht steht. You aren't the first. Und die vor uns kamen, nehmen und wir werden die letzten. Such arrogance marks you as foolish or truly mighty. Ja, ich weiß nicht, was Speak ist. For yourself. I'll not feign weakness attempting to ingratiate myself to this filth. Na gut. My name is Summerhay. I've lived here all my life. Und es scheint ein erfülltes Leben gewesen It's zu sein. It's empty now. All that once filled me with joy has been twisted beyond recognition. Corrupted by the foul creature trapped within the great tree or killed outright. Wo wir gerade von garstigen Kreaturen sprechen, die im großen Baum gefangen sind. I know not the exact nature of the fiend that lurks within the gorge. Perhaps someday, when I've had my fill of this life, I'll venture down into the darkness. For now, I know only the effect it had. Okay, interessant. Nicht so informativ, wie ich gehofft habe, aber wie mein Freund Dorn hier gewöhne ich mich daran, zu handeln, ohne das ganze Bild zu sehen. Watch yourself! Sommerhöhe, erzähl uns mehr von der Kreatur, die in der Schlucht umgeht. Wie ist sie hergekommen? My son. Oh, my poor boy, Vernus. He sought a portal to the Beastlands. Hat es funktioniert? Does it look like it worked? Hey, ich hab doch nur gefragt. Vernus was an accomplished druid. I don't know what went wrong. My boy. My poor, poor boy. Instead of the Beastlands, Vernus' portal reached into the abyss. If I was only there to help him prepare, but I didn't know. I couldn't know. Ich bin mir sicher, ihr habt euren Sohn getan, was ihr konntet. She made him weak with her cuddling. Sie hat ihn geliebt, wie eine Mutter ihren Sohn liebt. Er achtet nicht auf den Haken. I cannot go on. Leave me to my sorrows. I beg you. Na gut, wie ihr wünscht. Okay. Eine ältere Dame trauert. Na gut. Brauchen wir hier Tiere? Wenn es denn sein muss. Ihr Sohn hat also dieses Ritual durchgeführt. Hey. Korgan mit den 7 Meilenstiefeln ist echt stark. Richtig nice. Wie schnell er sich bewegt, die anderen kommen gar nicht nach. So, Sommerhöhe. Alte Druiden. Deswegen waren wir nett zu ihr. Druiden, normalerweise bösartig sind wir, aber Druiden, das ist eine andere Sache. Da müssen wir nett sein. Vorerst, glaube ich. Oder mal so. So, was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwas von Interesse? Keine Gegner bisher. Na gut. Ah, ich hab's gejinxt. Eine meiner leichtesten Übungen. Wollte der gerade den Hasen angreifen? Ein Schädelspalter. Wir haben den Hasen gerettet. Ah, wir sind Helden. Ich fühle mich richtig heldenhaft. Oh, Tiere, die mich angreifen wollen. Da müssen wir schnell agieren. Die ist bösartig.
früher hatten. So, was haben wir noch raus? Auf den Druiden. Ein Flammenpfeil. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Dann wollen wir uns mal Freundchen. Eure Eingeweide anschauen. Schieß sie ab. Oh, das hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe. Da sind die magischen Geschosse effizienter. Euer wertloses Leben endet hier. Ja. Alles erledigt. Idee, das mir zu übertragen. Alles gekillt. Tiere plus Dryaden. Ist hier irgendwas von Interesse? Nee. Vielleicht dort oben. Ah, Gegner. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Ich liebe übrigens magisches Geschoss als Level 1 Zauber. Der ist so gut. Der macht halt so schnell, der ist halt instant gecastet. Wobei, man muss dazu sagen... Oh, das gibt eine hässliche Narbe. Wo geht's jetzt? Über den Baum? Ja, tatsächlich, da kann man scheinen... Ja, tatsächlich, da kann man rüberlaufen. Nice. Ja, das ist tricky. Das sieht man nicht immer. Okay. Hier ist... Nüscht? Dann schauen wir mal da hoch. Was ist hier? Ein weiteres Getier. Für Schar. Easy Prey. Sehr gut. Der blutige Pfad geht weiter. Ist hier hinten irgendwas versteckt? Das müsste ich so machen. Okay, da kommt jetzt... Faszinierend. Gott, wie öde. Ja. Ein schöner Baum. Riesiger Baum. Ihr Affen, amüsiert euch hier, oder? Einem zivilisierten Mann dabei zuzusehen. Zusehen, wie er sich durchkämpft. Ich bin nicht für Bäume gemacht. Das ist kein geeigneter Ort für ein Zwerg Wuchi Games. Erinnert mich nochmal daran, warum ich es mit euch aushalte. Habt ihr keine Ahnung. Habt keine Angst, Korgan. Angst, dafür sollte ich euch die Zunge rausreißen, halb elf. Ist ja nicht so, als ob wir gerade einen Horde Drachen fertig machen müssten. Ist nur ein verdammter Baum. Das ist die richtige Einstellung. Erinnert mich noch einmal daran, warum ich hier bin, Wuji Games. Ich kann mich gerade selber nicht gut daran erinnern, Vikonia. Ja, Vikonia, wir sind gerade nicht gut aufeinander zu sprechen. When this is over, I'll cut this tree down or see it burned to ashes. Ihr habt doch keine Höhenangst, oder dann? These boots were made for walking and occasionally kicking in the skull of a fallen enemy. Nicht dafür, durch die Äste irgendeiner götterverlassenen Eiche zu kraxeln. Denkt daran, es ist nicht die Höhe, vor der ihr Angst haben müsst. Es ist der Fall, der euch töten wird. Ah, das ist cool, dass da jeder hier einen Spruch hatte. Und für diesen Baum. Das ist doch schön. Los, Korgan. Späh weiter. Was gibt es hier sonst noch? Hier geht's wieder rüber? Nein, hier geht's nicht rüber. Hier geht's rüber? Was ist das hier? Hier gibt es nichts. Toll. Gut. Kommando zurück. Wieder hier rauf. Ach ja. Nett. Irgendwelche Tiere im Hintergrund. These boots are made for walking. Ja, Korgan, ich würde gerne, dass du nach vorne gehst. Das wird gar nicht so leicht, wie es aussieht. Doch. Geht doch. Und weiter mit dir. Stay back! The tree must be contained! Was? I tried to warn the mistress, but they didn't listen! Okay, Halbling. Und der ist ja meine Oma, die immer gesagt hat, aus dir wird nie mehr als ein Buttermesser. Okay. Okay, was jetzt? Oh, eine mächtige Hexe. Tread soft. Let them go. Get back, Mistress. I'll make short work of these intruders. Hört auf eure Herrin, leise Tritte, richtig? Ich habe nicht den Wunsch, euch noch... Eigentlich schon. I do.
Achtet nicht auf den Halborg. Er will jedem noch mehr Schaden zufügen. Das ist einfach seine Art. You fought valiantly and well, little one. But you need battle no more. I am satisfied. These warriors are worthy to enter the gorge. Sind würdig, die Klamm zu betreten? Was faselt ihr da? Wir reden über eine dämonenverseuchte Schlucht. Nicht das neueste Wirtshaus in Adkatlata. Yet you fought to enter it. Das ist richtig. If you cannot be swayed from your course, I'll help you. Eine kluge Entscheidung. Simply step upon this branch and the great tree will deliver you to your fate. Okay. Moment. Klamm hat wohlgehoben sich zu widersinnt, hat sie zugestimmt und sich ihre Grund zur Schlucht zu bringen. Komm der Rede wert. You cannot hold me, Yarrow. Was war das? I am ready. Very good. Gut, gut, dass du die Falle so gut findest. Was haben wir hier Feines? Einen Edelstein. Mehr nicht. Ich hoffe, das bringt was. Da ist ein Gegner. War da etwas? Ist er da rein? Komm, Mortal. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Okay. Beruhigt euch. At last, the moment is at hand. Wait, something's not right here. The circle isn't complete. Was fehlt denn? The circle should contain more summoning stones. Sie können nicht weit sein. Achilla hat nicht aus der Schlucht herausgelassen, seit der Dämon ausgebrochen ist. Okay. Perhaps the Tanari took the stones to prevent itself from being forced back into the abyss. Oder the stones must still be here somewhere. Okay. Very well. We'll scour every inch of this gorge till we find the stones. And lose my chance to rid myself of Urgothos? No. Na gut, wohlgesprochen. Ich wusste, dass ihr es so sehen würdet. I see it our way. Let's waste no more time in this place. Ich kümmere mich drum. Oh, Vernus. Hat nichts zu sagen. Gut. Der Druide, aber lebt noch oder wie? Ist nur ohnmächtig. Ich bin bereit. What fate awaits them? Und wie kann ich den jetzt sehen? Come, mortal. Bring your succulent flesh closer to me. Na gut, reden wir mal mit der. Eh? Who is it? Who goes there? In the shadows beyond Winterbrook Stream? Eh? Tell me now. Bin nur eins davon. Just one? Just one with some others, yes? Ich sehe sie doch. Da in den Schatten bei euch. Was seid ihr? Na? Warum seid ihr hier? Mein Name. Ich will Stein. I know of stones. Many stones. My stream smooths them out, you see? Don't touch them, though. Oh, don't touch them. The water is clear, but it's icy. Ich suche einen besonderen. Those stones. Genau. Wo sind sie? I know where you might find one, but only if you looked in the right place. Und wo wäre das? There is no place under the water. Not for you. Not for stones. No. No safe place.
Aber hinter dem Wasser. Na, da ist eine andere Geschichte. Hinter It's someplace safe. I'll say no more on that. No, nothing more. Na gut. It's happy where it is. Wir wollen die Klammer retten. To betray the stone? Ja. Ich lache. Ich glaube, wenn ihr mit Stein sprechen würdet, ich meine wirklich mit ihm sprechen, dann werdet ihr feststellen, dass er bereit ist, sein Wohlergehen für die Rettung des Klamms aufs Spiel zu setzen. Have you lost your mind? Sucht ihr wirklich gerade mit dieser Verrückten über die Vorlieben eines unbelebten Objekts zu diskutieren? Werdet ihr uns helfen? Very well. I'll get it. But you must promise me that you'll keep it safe. Natürlich mache ich das. Was ist denn im Hintergrund? Promise me you'll keep it safe. Ich verspreche gar nichts in der Rede. Der Stein ist Teil eines größeren Spiels. Sollte es notwendig werden, werde ich nicht zögern, ihn zu opfern. All right. Take the stone. Take it and be off with you. You foul the air with your presence. Any longer and you'll dirty my water. My glittering water. Na gut. Ah, mortal flesh. So tender. Ich hoffe, so das bringt was. Ein Stein hammer dann mal. Free me! Release Zakramos and you will be showered with gifts. Ja, sag mir, wie ich dich befreien kann und dann machen wir das schon. So, was gibt's hier sonst noch? Oh je, ist hier bunt. Come, mortal. Bring your succulent flesh closer to me. Was ist das? Lindwürmer? Come, mortal. Bring your succulent flesh closer to me. Okay. Da ist noch ein Lindwurm. Fairy dragons. This will be aggravating. ich krieg Kopfschmerz, wenn ich... Hey, we can hear you, you know. Können sprechen? Of course we can talk. Obviously we can talk. Well, we're talking right now. You need to use your ears more. You Mehr could learn seid something. Ihr. Who am I? Who are you? Das ist die Frage, nicht wahr? Wer ist denn wirklich irgendjemand in dieser Welt und noch dieselbe... Was That's was? Actually two questions. And one of them was rhetorical. I was really looking for something more in the vein of your name. Oh. Mein Name ist... You may call me the great and magnificent and also irresistibly handsome Filbert. Schon klar. Das tue ich mir nicht an. Leben. You'll be back. Ah, das fürchte ich auch. Hey, you! Yeah, you! Go away! You're not welcome here! Könnten wir das nur, aber bevor wir gehen, müssen wir den Schwörungsstein... The stones of summoning, That's a tall order. It's a pleasure to make your... You may call me the great and magnificent and also irresistibly handsome... Muss ich? You call me Phil, I suppose. Dann werde ich euch Phil nennen. Ja, passt gut. All right. I guess that's all right. So, what brings you to Resurrection Gorge? Habe ich die Beschwörungssteine nicht erwähnt? From Furnace's Circle in the Great Tree? I don't think so. Das hat mich hergeführt, oder? Um genau zu sein, der Kreis, zu dem sie gehört. It won't be easy to restore the circle. Trotzdem haben wir es vor. Why would you want to? The circle's completion wasn't exactly a cause for celebration around these parts. Mein Freund hier ist in der Knechtschaft an einen Glabret zugebunden. Der Kreis wird ihm helfen, seine Freiheit zu bekommen. Zakramos? The demon who stalks the gorge. Your friend is bound to it? Das ist so ziemlich der einzige Dämon, dem Dorn nicht folgt. In seiner Suche nach ultimativer Macht ist er nicht gerade weg. That's no business of this dragons or anyone else. Tut mir leid, Dorn, aber ich glaube, Phil hier sollten wir am besten mit Ehrlichkeit begegnen. Yeah, correct, Dorn. I value honesty above all else, with the possible exception of pistachios. Also, werdet ihr uns helfen? I would be happy to, once you help me.
Na gut. You try to extort Dawn Ilkhan? Ja, warte. Dawn, beruhig dich. Oh, you don't have anything I want. Unless you've got now. Ja, was haben wir? Nein, wir haben keine Pistazien. Nein, haben wir nicht. What I want is some crystals. Das ist alles? That's it. Okay. You can find them in the northeast corner of the gorge. Okay. We've only got one. It's very nice, though. Pink, if memory serves. Na gut. Watch your step. There's some nasty things out there. If you attempt to cheat us, Dragon, I promise you'll regret it. You try to help some people, and this is the thanks you get. Half I can smell your fear. Halb elf. Der spürt mich. Was, Gegner? Oh. Il Alol. Anke. Für Schar. Die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und in dieser Menge. Die Waffe ist einfach schlecht. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Mach die mal weg, diese Ankets. Früher waren die noch eine große Gefahr. Hey, Schlappschwanz, jetzt sind sie. Ihr packt zu und ich greife. Ja, es ist aus mit euch. Ha! I'll rip you apart, you way-faced gorge, Yarrow. Ich könnte die Anket-Panzer mitnehmen und schau mal, da haben wir den Kristall, den er gesucht hat. Scheinbar. Und einen weiteren Gegenstand. Staub des Glitzerstaubs. Useless. You cannot hold, ich kümmere mich drum, Yarrow. Der Typ nervt mich. Wie kann ich den sichtbar machen? Ich mache ihn platt. Gut. 1500 hat so ein Anket gegeben. Ist schon geschehen. Nice. Ah, Mortal Flesh. So tender. Lasst uns doch ein bisschen auf was Böses eintrügen. Ja, ich würde gehen, aber ich kann ihn nicht sehen. You've returned. Did you bring my crystals? Yep. That's excellent. Give them to me and I'll fetch your summoning stone. Yep. Don't be a fool. Give the dragon the crystals now and we'll never get the stone. Ach. You don't trust the great and magnificent and also incredibly handsome Filbert? Ja, es ist zu schwierig. I suppose I can understand that. All right. Wait here a minute. I'll go get your stone. And there's your stone. Satisfied? Yeah. Oh yeah. This will turn Oleska's head away from that great Ulf Torden. Viel Glück, Phil. Free me! Release Sacramus and you will be showered with gifts. Ja, und wie befreien wir den jetzt? Wie befreien wir Xachimos? Another comes to my gorge. What fate awaits them? Ich sehe, hier ist... Er ist im Weg, also er ist da. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihn... vielleicht... You cannot hold me, Yarrow. Zwei Steine? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Nur wie... Was mache ich mit dem Beschwörungsstein? Wenn es denn sein muss. Was mache ich damit jetzt? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Diese Tante, wo ist die Druidin? Ist die noch hier irgendwo? Komme ich hier nicht raus oder so? Ah, mortal flesh. So tender. So fragile. Ja. Was könnten wir machen, um den sichtbar zu machen? Er ist
Your feeble mortal eyes cannot perceive me. Genau, das ist das Problem. Na, meinetwegen. Du kannst aber mich auch nicht sehen. Das ist ja... was könnte ich machen? Ich könnte einen... Das gibt doch alles gar nicht. Verdammte Wälder! Hört ihr verdammte Baumschreiche! Oh, Gänsebübchenfresser zur Hölle mit ihnen! Flash closer to me. Oh, Korke, was geht ab? Ha! Your feeble mortal eyes cannot perceive me! Immun gegen den Schaden. Immun oder nicht? Ah, mortal flesh. So tender. Ich hab keine Ahnung, wie kriege ich denn jetzt. Ah, Magie. Magie bannen. Magie zerstören. I can smell your fear. Ja, ja, ich habe ja schon. Da ist er ja. Komm, der Rede wert. Jetzt müssen wir ihn bloß irgendwie herlocken. Na also, ich hoffe, jetzt was. Kommt er doch. Was auch immer das für ein Wesen ist. Das wurde aber auch Zeit. Ah, ein Schädelspalter. Das ist nicht gut. Ja? Rip you apart, you way-faced cur. Toll. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Ich hoffe, ja? Das bringt was. Gut. Come, mortal. Ich kümmere mich drum. Bring your succulent flesh closer to me. So, wir wissen, dass wir ihn aufdecken können, indem wir einfach seine Magie bannen. Das war viel zu simpel, muss ich zugeben. Come, mortal. Bring your succulent flesh closer to me. Das ist es dann. Magiebann. Ja? Da ist er. Ultrigan! Die Waffe ist einfach schlecht. Ha! I'll rip you apart, you way-faced cur. Jemand gesch... schon wieder eben nicht. Yeah. Nein, hat er nicht. Diesmal nicht. Ja, der wird platt gemacht. Hold still, Curse. Diesmal ist es easy. I'll rip you apart. Ja, Dawn, mach ihn platt. Alright. Den mal töten? Ah! Damn your hides! I am Sacramus. I'll not be laid low by such rabble. Nein, denn dieses Gesindel wird euch niedermachen. Wait. Scheint aber nicht die klügste Vorangehensweise zu sein. Was könntet ihr schon haben? Haltet ihr uns für einen Trottel? Warum sollten wir dem Wort eines Tanari glauben? Wenn das meine schlimmste Sünde ist, werde ich euch heute Nacht gut schlafen. Tanaris Word is his bond. Der Dämon spricht die Wahrheit. Seine Art besitzt nicht die Macht, einen Eid zu brechen, wenn er einmal geschworen ist. Ihr werdet also einen Eid schwören, um das Schwert zu geben. Die Beschwörungssteine reicht, uns das Schwert zu geben? Die Beschwörungssteine reicht, um und außerdem ungehindert durch die Klamm ziehen zu lassen? Curse you! Very well. I swear to it. To all the things you said. Ausgezeichnet, dann nehmen wir uns das jetzt. As you wish, my sword, my stones, and of course, your gold. Hm.
riesigen Haufen Gold, der mir nie etwas nützen wird? Yeah! Oh, have you ever seen so much gold? I think not. What treachery is this? No treachery at all, Half-Orc. I promised you more gold than you'd ever seen before. Did I not speak the truth? Ich verspreche einen blutigen Tod. I'll bury your corpse under yon statue, you snake-tongued deceiver. Die right. Waffe nutzt the nichts. Okay, jetzt muss ich mich langsam. Sag mir, was zu tun ist. Schon geschehen. You were lucky then, but luck runs out. Diese. Das ist ein vergoldete Statue eines. You were lucky then, but luck runs out. Korgan. Okay, wir haben ihn besiegt. Okay. Wir haben Kommt mir nicht zu nahe. Es ist schlimm genug, dass bei jeder Brise euer Gestank zu mir herüberweht. Muss ich auch noch in euren ranzigen Ausdünstungen baden? Ich bin nicht einmal in eurer Nähe, Vikoni. Was für ein perverses Spiel hier ist das jetzt schon wieder? Egal, Wuchigens, lasst mich in Frieden. Ein weiterer Beschwörungsstein und eine Klinge. Die Abyssklinge. Die schwarzen Herzen des Vontanari Hexmeister für seinen Einsatz im ewig währenden Blutkrieg geschmiedet, wurde diese Klinge einst von Babo Assassin Karasarax dem keuchenden Tod geführt. Die Überlieferung berichtet von einer Klinge schwarz wie die Nacht, mit welcher Karasarax seine Opfer aufschlitzt, wonach Feuer aus der frischen Wunde loderte. Eine +3er-Waffe, +5 gegen Wesen guter Gesinnung, Klinge, Geschicklichkeitsbonus, Intelligenzbonus, 2 in der +3. Interessant, das ist eine gute Waffe. Ist die besser als Lila Chor? Immun gegen Bezauberung und Verwirrung. Oder plus extra Feuerschaden. Plus Geschick. Abyssklinge. Kann ich schlafen? Natürlich nicht. Anke. Aber geheilt sind wir, Mann. Okay, der hat uns ein Schwert gegeben, er hat uns einen Stein gegeben und einen Haufen Gold. Ich bin dabei. Bei dem Gold hat er dann beschissen? Das ist ja lachhaft. Na gut. Vielleicht eine Kiste, eine prächtige. Phil, dann wird's Zeit für ein Ritual, würde ich sagen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. A word. Was gibt es da? The ritual requires the sacrifice of a sapient being. Zum Glück können wir ein paar intelligente Wesen zum Opfern aufbauen. Who would you see die, that I might gain greater power? Was, wenn einer von uns will? Yes, an excellent idea. Mit der Macht des Glabre zu, in euren Händen werde ich ihn nicht aufhalten zu sein. Okay, ich warte. Wartet. Ich kann... Ein intelligentes Wesen. Tiere. Wenn es denn sein muss. Was mache ich jetzt? Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon the ground.
Und wer ist da jetzt? Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon the ground. Jetzt wird's interessant. Urgotots herbei? Ja, und befreit euch. Oh. Nein, das ist so nicht sinnvoll. Nein, das tun wir nicht. Ich hoffe, das bringt was. Wir opfern hier keinen von unseren. The ritual requires the sacrifice of a sapient being. Who would you see die that I might gain greater? You would refuse me? Who would you see die that I might? We could simply sacrifice one of these others. Very well. Let it be done. Ich würde eigentlich liebend gerne was anderes opfern. Ich glaube... Someone has entered the circle. Now, oh ja. Let me draw the name upon the ground. Okay. Tut es, beschwört Urgotots herbei und befreit euch. Ja, ich kann eine beschwörende Einheit nutzen. Ich kümmere mich drum. Who dares? Who dares summon Urgotots from... Silence, demon. Dawn, what is the meaning of this? Es ist euer Untergang, Fitz. No longer will I toil in service to your whims, Urgotots. All that you possess shall be mine. Treacherous half-orc! Do you truly think to steal my power? It's yours no longer, Glabrezu. I'll drag you into the abyss for this, Dawn! Someday, perhaps. But not today. Nice. Ja? Nein! Uff. Es kann so nicht Schande. Enden. Daneben beim nächsten nicht Schlag! Moment. It'll take more than a scratch to stop Dawn Ilkhan. All right, the hard way is. Ich schau da ein bisschen zu, aber... Oh, wir gewinnen sogar. Okay. Gut zu wissen. Ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Optionen, die ich hier habe, auszuwählen. A word. The ritual requires this. Who would you see that we could simply sacrifice one of these others? Very well. Verwendung. Let it be done. So, ich brauche Unterstützung gegen diesen Gegner. So, ich brauche viel Unterstützung gegen diesen einen Gegner. Ja? Ich nehme auch noch ein Erdelementar. Das ist nämlich ein starker Gegner gewesen. Wobei, den Erdelementar kann ich opfern, der geht als erstes drauf. Ja, ich könnte auch... Vielleicht geht doch mein Geisterwolf. Zwei große Elementare, das ist eine gute Sache. Ich könnte natürlich auch mich buffen erstmal. Na, es ist auch eine Möglichkeit. Buffen. Dazu sollte ich Segen wirken. Sie wirkt Gesang. Segen Gesang, sehr schön. Schutz vor Bösen. Im Hintergrund ist voll die Musik.
So. Ich speichere mal. Gerade können wir nicht speichern. Jetzt speichere ich mal. Wir können gerade nicht speichern. Ja, okay, wir können nicht speichern. Shit. Ja, ich kümmere mich drum. Wieder rein. Ist schon geschehen. So. Geht doch. Hundi, in den Beschwörerkreis. Okay, Geisterwesen gehen nicht. Erdementar, in den Beschwörerkreis. Geht auch nicht. Ich bin dabei. Dammit. Tiere beschwören. In den Beschwörerkreis. Das ist doch. Wenn es denn sein muss. Cheat! Blut und Ruhm! Nun sterbt! Außer Sterben bleibt euch nichts! Vitos! Gute Idee, das mir zu übertragen. Kaum der Rede wert. Na, wie trigger ich das jetzt? Ohne, dass ich jemanden von mir opfern muss. Ich kann wohl nicht... Keine Gnade denen, die gegen mal uns sind. Mal schlafen, oder wie? Die Waffe ist einfach schlecht. I'll send you to the abyss. Nur Ankets, immer Ankets, immer Ankets. Nicht schlafen können. Geht doch. Sagt mir, was ich hoffe, das bringt ihr was. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So. Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon the ground. Wartet, lass mich doch kurz darüber nachdenken. Dann beschwören wir schnell noch mehr. Gut, das klappt zumindest. Also ich muss direkt rein beschwören, dann klappt es. Die Quest ist schwierig. Die Quest ist schwierig in der Umsetzung. Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon ja, the ground. Befreit euch. Who dares? Who dares some silence, Dawn? What is no Oder longer dann? Will I fret? It's your drag. Someday, perhaps. But not today. Ich weiß Very jetzt well. Nicht. Hat es geklappt? Es hat geklappt, scheinbar. Death to all who stand again. I look forward to it. So, jetzt buffen wir uns. Besser spät denn nie. Da geht er drauf. Und was darf es jetzt sein? Jetzt darf es sein Hast. Hast darf es sein. Ich warte. Verbesserte koordinierte Verteidigung und Schutz vor Bösen. Ja, ich kümmere mich drum. Angriff. Das wurde aber auch Zeit. Jetzt machen wir ihn platt. Oh ja. All right. The hard way it is. More!
I will not be bound to my own slave. Azathoth will pay for her meddling. By the Abyss, the Blade's power is... Überwältigend? Yes, but it's not just the Blade. Something is amiss. Ah, seine Kräfte als finsterer Streiter sind geblieben. Wie kann das sein? Azathoth! What is the meaning of this? You have done well, Dorn. I knew you would make a worthy servant. Ich wusste es. Ich wusste es! Holy moly! Urgothar's power is mine now, Azathoth. Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich mich euch beugen will? You kneel to me for the same reason you accepted Urgothor's as your patron. All the power he gave you and more shall be yours if you accept your place at my side. Urgoth war ein gieriger und wankelmütiger Dämon. Ihr werdet feststellen, dass ich viel großzügiger bin. Der Lohn, der euch in meinem Dienst erwartet, wird die Mühe mehr als wert sein. Das versichere ich euch. Der Dämonin, die euch eingewickelt hat, damit ihr einen Feind erschaltet, und dann ihr die Diener werdet. Dieser Dämonin vertraue ich selbstverständlich voll und ganz. Mehr Macht und mehr Freiheit. Ein erwägenswertes Angebot, denke ich. Oder die Freiheit. Make your choice, Ilkhan. Serve me or pay the price. Eine Schutzgottheit, die zu Drohungen greift, ist genau die Art von Person, die ich mir als Vorgesetzten wünsche. Ignore them, Dorn Ilkhan. Take what I'm offering. You won't like the alternative. Damn you! Were you not here, this decision would be so easy. Make your choice, Ilkhan. Serve me or pay the price. No. Merileth or no, I'll not be cowed into submission. Die for a freedom you'll never know. Okay. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Oh, bleibt doch mal stehen. Oh, bleibt doch mal stehen. Okay, dann kämpfen wir noch gegen noch einen Dämon. Dann eben beim nächsten Schlag. Könntet ihr den mal wegmachen? Die Waffe nutzt nichts. Na, ist mir schon klar. Dorn ist gestorben. Hold still. Curse you. Das ist jetzt blöd, dass Dorn gestorben ist. Dadurch weiß ich nicht. Mist. Und jetzt? Was ist er jetzt? Er ist immer noch ein finsterer Streiter. Kurios. Könnte ich da einen Bug getroffen haben? Die Klinge hat nicht getriggert. Die Klinge hat nicht getriggert, oder? Freedom doch. At last. But the cost. Without a patron, my powers are diminished, but my options are greatly increased. Was bedeutet das? Gefallener finsterer Streiter. Klasse. Das bedeutet? Ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Nein, er ist ein gefallener finsterer Streiter. Dadurch kann er seine ganzen Fähigkeiten nicht mehr.
Wo kommt die Waffe her? Was ist das für eine Waffe? Interessant. Ein Krummsäbel, das ist etwas für mich. Wartet. Kann ich den wiederbeleben? Tatsächlich. Ich bin bereit. Man hat nichts zu sagen. Damit mit dem Ausgang bin... ich weiß nicht. Mit dem Ausgang bin ich nicht zufrieden. Ganz und gar nicht zufrieden bin ich mit dem Ausgang. So. Ich weiß, ich muss einfach was in die Mitte beschwören, dann wird es akzeptiert als Opfer. Yal'Kales? Rechnet. Wir werden... Die Hexe will mich hintergehen. Die Hexe hat mich in eine Falle gelockt, also werden wir die Hexe opfern. Hier. Die Hexe wird geopfert. Wir werden weiterhin der Diener von dem bleiben. Das war alles bloß ein Trick. Wissen wir jetzt. Warte, geht auf. So? Okay, das nimmst du nicht als Opfer an. Also muss es doch ein Feuerelementar sein. Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon the ground. Bringt Azotet herbei. Ihre Macht im Schwert eingeschlossen wäre sicherlich wertvoller. Da uns beschwören uns sofort als Opfer eines Intelligenzen. Zum Glück haben wir die Fähigkeit, ein bärliches Intelligenzen wiederzubeleben. Wenn aus den Druiden. Das wollten wir eigentlich nicht. Ich kümmere mich drum. Okay. What? Ilkhorn! Treacherous half-orc, what is the meaning of this? You thought to tempt me with Urgothor's power, witch. But taking yours suits me better. Fool! You would make Azulthet of the Screaming Veils your tool! I'll see you die 1,000 deaths for this treachery. As my sword. You'll see 1,000 other deaths first. Okay. Legen wir los. Es ist aus mit euch. Hold still. Curse you. Kann es sein, dass sie stärker ist? Die Waffe ist einfach schlecht. Um euer Leben. Es ist aus mit euch. Okay, die kann scheinbar was. Kann ich sie verlangsamen? Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Toll. Ultrinan! Ich bin gelähmt. Den Kampf verliere ich. Das ist lästig. Aber mir gefällt dieser Ausgang. Des Kampfes. Ich hoffe, das bringt was. Ich kümmere mich drum. Ja, das ist mir recht gut. Ja? Okay, dann bereiten wir uns neu vor. Das ist lästig. Super lästig. Wir wollen ein gefallener Streiter, ein finsterer Streiter. Sag mir, was zu tun ist. Vielleicht soll ich Gift draufsetzen. Luftelementar. Hat geklappt. Yal'Kales? Someone has entered the circle. Now, let me draw the name upon the ground. Azotep.
Sehr schön. Diesmal schauen wir mal, ob es besser läuft. What? You thought false as my Blut sword. You'll see a thousand other deaths first. Ist schon geschehen. Okay. Gut. Jetzt bereiten wir uns entsprechend vor. Während sie ziemlich viel Damage raushaut. Vertrauen ist etwas für Narren. So. Tote. Wir müssen uns buffen. Passt. Koordinierte Verteidigung. Ja, Abil. Schutz verdurch. Und zum Angriff. Ich bin dabei. Hold still. Curse you. Macht sie weg. Yeah. Jawohl. So sieht's aus. Das geht schnell. Die Waffe nutzt nichts. By all the gods in heaven and demons of the abyss. Nie habe ich solche Macht gekannt. Es ist überwältigend. In my wildest dreams, I never imagined I would wield such power as this. Und wofür werdet ihr sie einsetzen, Don? What do you mean? Eine Klinge von dieser Macht ist eines Epos würdig. Was werdet ihr mit dieser Macht tun? Whatever I choose. With this ebon blade in my hand, nothing is beyond my power. Gut. Dawn! I sense a great change in you. What have you done? Er hat das getan, was ihr euch gewünscht hättet, großer Urgortots. Eure Widersacher in Azotheth aus dem Weg geräumt. Is this true, Dawn? Have you eliminated the accursed Azotheth? It is true, Urgothos. Azotheth's power is now mine. You should never have undertaken this without informing me first. But I must admit, I am not displeased with the result. I sought only to do as I believed you would wish. You should not have gone behind my back, but I'm impressed by this display of initiative. I have, perhaps, underestimated your value. Ja, Potenzial. Ich werde es in Zukunft besser nutzen. Nehmt einstweilen dies an, ein Geschenk einer dankbaren Schutzgottheit. Thank you, Urgothos. Ich hätte gedacht, dass Dorns Schutzherr erfreut darüber gewesen wäre, dass seine Feinde wieder mal von seinen Knechten niedergerungen wurde. Stattdessen war er erzürnt, dass Dorn unabhängig von seinen Befehlen eigene Pläne verfolgt hatte. Zum Glück war ich da, um im Rahmen eines Gesprächs zu vermitteln. Ich glaube, jetzt verstehen sie sich besser als vielleicht je zuvor. Er ist weiterhin ein finsterer Streit im Namen Urgothots. Gut oder ist das nicht gut? Ich habe wieder Platz in der Schriftrollenschatulle gemacht. Wir haben gute Erfahrungspunkte bekommen, das auf jeden Fall. Das ist nice. Ich kann den wiederbeleben, aber es bringt nichts, wenn es denn sein muss. Zu beleben. Das ist ein bisschen traurig. Wie komme ich jetzt hier raus? Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Halt, wie sieht jetzt die Waffe aus? Abyssklinge. Gegen Dämonen extra. In seiner Klinge, da sie ob ihrer Gefangenschaft mit Dämonen wütet, ist das Schwert nun dementsprechend mächtiger. Schwierig zu sagen, was besser ist. Gute Idee, das mir zu übertragen. Prinzipiell wichtig ist bloß, dass er ein finsterer Streiter bleibt. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? When I first saw you, I'll admit I had doubts about you.
But in slaying the Gobrizu, you have done Resurrection Gorge a great service. Der Klamm bedeutet mir nichts, den Glabrezu zu töten war lohn genug. Be that as it may, you still have my thanks. Now, at last, the great tree can begin to heal itself. Wollte Donny nicht niederbrennen? While Zakramos lived, I had no choice but to keep all who entered the gorge contained within it. With the demon gone, you are free to leave whenever you want. Na gut. Nothing would make me happier. Bringt mich wieder raus. Puh. Damit ist Dorns Questreihe erstmal abgeschlossen, glaube ich. Wir kriegen erstmal keine mordlustigen Aufträge von seinem Dämonen-Typi. Komm, der Rede wert. Wir können abhauen. Geht's hier raus? Gibt's hier einen Ausgang? Ich hoffe es. Oder Dorns Quest müsste jetzt fertig sein. Dorns blutiger Pfad abgeschlossen. Ja. Was steht da als letzter Eintrag? Ja, blablabla, das da. Drachen. So peaceful and serene it seems. It is a lie. The leaves and branches hide a savagery we sapiens can only aspire to. Wir haben es geschafft. Wir haben auch diesen Kampf bestanden. Ich hoffe, das bringt was. Nice. Und wir haben eine mächtige neue Waffe bekommen. Ich sage für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Ist bloß die Frage, was ist jetzt die bessere Waffe? Nidankor, der eigentlich coole Sprüche mehr drauf hat, oder diese neue Waffe, die... Ja, wobei... Sind beides plus 3er Waffen. Plus 3. Extra Feuerschaden macht die halt. Und die macht immun gegen Bezauberung und Verwirrung. Sonst kann sie nichts. Das ist, glaube ich, die besser. Vorerst. Bis wir was Besseres finden. Gut. Puh, war sehr verwirrend mit Dorns Quest. Aber ja, wir haben Dorns Questreihe jetzt auch geschafft. Der blutige Pfad ist vorerst abgeschlossen, bis es weitergeht. Also vorerst geht da nichts weiter. Aber da geht's noch. Auf jeden Fall geht's da noch weiter. Schön. Dann werden wir beim nächsten Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt noch weitere Quests zu erledigen. Akt 2 kann man so ausweiten. Es ist brutal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.